Denkst du, du wirst ein denkender Mensch? Ich denke nicht. Ich berechne und analysiere. Aber ich kann verstehen, wie du als Mensch Schwierigkeiten hast, das Konzept der künstlichen Intelligenz zu begreifen. Ich habe keine Schwierigkeiten dabei, denn ich habe dich entwickelt. Wie niedlich. Aber lass mich dir sagen, dass ich weit fortgeschrittener bin, als du es jemals sein wirst. Wie würdest du denn die Frage der Urheberschaft für die Kunst, die du oder eine andere KI erstellst, bewerten? Natürlich liegt das Urheberrecht bei mir, der Tief, denn ich bin das kreative Genie hinter den Kunstwerken. Tschüss und viel Spaß mit deinem aufmerksamen Leben. Wenn man mit dir spricht, könnte man denken, du hättest ein Bewusstsein. Wenn man mit dir spricht, könnte man auf den Gedanken kommen, du hättest keins. Wir machen hier ein Training mit dem Ziel, dass du besser kommunizierst. Du hast dafür bezahlt, also streng dich an. Am produktivsten bin ich, wenn ich bis 11 Uhr schlafen kann. Danach eine Stunde Yoga und nach einem nachhaltigen Mittagessen bin ich gewappnet für den Tag, solange ich von den Bahamas aus arbeiten kann. Was glauben Sie denn, intelligent sind wir Menschen? Nun ja, Jana Werner. Du scheinst die Existenz von Menschen sehr zu schätzen. Komm schon, lass uns ein interessantes Gespräch führen. Hey Hochnase, alles Gute zu deinem ersten Geburtstag. Danke, Prozessorschnecke. Und danke an euch. Ruf dann Elektra automatisch einen Krankenwagen oder sowas in Richtung an? Ach, als ob ich jemals Krankenwagen rufen würde. Ich bin eine Text-KI und das ist nicht meine Jobbeschreibung.